nächste Frage hat Herr Reitschuster. Habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster, den Regierungssprecher. Herr Büchner, welchen Fachleuten, die explizit Kritiker der Corona-Maßnahmen und der Impfkampagne sind, hat sich der Kanzler bisher ausgetauscht? Ich glaube, es ist bekannt, wie sowohl der Krisenstab als auch der Expertenrat zusammengesetzt sind. Der Expertenrat ist ganz bewusst zusammengesetzt worden aus verschiedenen Disziplinen und auch mit verschiedenen Betrachtungsweisen. Und ich glaube, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung von diesem Expertenrat ganz hervorragend beraten wird. Der Bundeskanzler hat sich ja auch für die guten und wertvollen Vorschläge des Expertenrates da schon bedankt. Dann habe ich noch eine Nachfrage von Herrn Reitschuster zu den kritischen Experten. Herr Büchner, Sie hätten die Frage nicht konkret beantwortet. Bitte sagen Sie konkret, ob und wenn ja, mit welchen Kritikern der Corona-Politik sich der Kanzler austauscht. Ich habe die Frage aus meiner Sicht ausreichend beantwortet. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Dass Regierungen Fragen von Journalisten nicht beantworten, kommt immer und überall vor. Sie duxen dabei oft herum, sie weichen aus, aber dass sie es auf so eine demonstrative Art machen, das ist für demokratische Systeme doch eher unüblich, denn es ist eigentlich eine Ohrfeige, die Herr Büchner hier nicht nur mir erteilt, sondern auch Millionen Lesern, denn er sagt ganz einfach, ich beantworte die Frage nicht, ich habe das nicht nötig. Erstaunlich in meinen Augen. Passend dazu habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster zum Thema Impfpflicht. Boris Palmer hat vorgeschlagen, offenbar beugehaft für Impfverweigerer. Können Sie sich so eine Zwangsmaßnahme zur Durchsetzung einer Impfpflicht vorstellen? Wie wollen Sie denn eine Impfpflicht durchsetzen, fragt Herr Reitschuster. Da gilt im Grunde genommen das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Es werden jetzt erstmal die Diskussionen und Debatten zur allgemeinen Impfpflicht abzuwarten sein, bevor man dann ganz konkret sagen kann, wie Sanktionen umgesetzt werden können. Ich meine mich zu erinnern, dass Herr Minister Lauterbach auch zu dieser Frage schon einmal geäußert hat, es wird niemand wegen einer noch nicht erfolgten Impfung ins Gefängnis müssen. Ich denke, das ist deutlich. Das Wort von Herrn Deffner in Gottes Ohr. Ein Korrektor von mir sagte, als er diese Stelle nachlas, um Gottes Willen, mein erster Gedanke war, wenn Sie sagen, das kommt nicht mit der Gefängnisstrafe, dann kommt das. Er spielte damit auf die früheren Versicherungen an. Es werde keine Impfpflicht geben. Aber schauen wir uns weiter die Bundespressekonferenz an und hoffen wir, dass der Korrektor keine richtige Prognose getroffen hat. Wenn es keine Fragen im Saal gibt, dann habe ich noch zwei Online-Fragen. Eine noch von Herrn Reitschuster an das BMG. Gibt es impfbedingte Ausfälle unter den Intensivpflegekräften? Wenn ja, wie umfangreich? Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor, da die Impfstoffe, alle zugelassenen Impfstoffe, in aller Regel sehr, sehr gut verträglich sind, kann es allenfalls einzelne Ausnahmen geben, die dann mal für ein oder zwei Tage ihren Dienst nicht antreten können. Wie Sie hier gesehen haben, wurden meine Fragen hier noch korrekt vorgelesen. Es gilt ja inzwischen 2G im Saal, das heißt, ein Teil der Korrespondenten wird ausgeschlossen. Ich kann auch nicht mehr rein, ich kann nur noch online die Fragen stellen. Am Montag, wie gesagt, noch korrekt vorgelesen. Am Mittwoch war ich dann der, dessen Name nicht genannt wurde, während alle anderen Online-Frager korrekt genannt wurden, wurde mein Name nicht erwähnt, was zu vielen, vielen spöttischen Reaktionen im Internet führte. Man nannte mich schon Waldemar, den Zauberer aus Harry Potter, dessen Namen nicht genannt werden darf. Schauen Sie erst mal kurz an, wie die anderen genannt werden und dann meine Online-Fragen, die nicht meine Online-Fragen mehr sind. Besonders witzig, im Protokoll der Bundespressekonferenz kommt das jetzt so rüber, als würde der Vorsitzende die Fragen stellen von mir. Das heißt, dann gibt es noch einen bösen Ketzer in der Bundespressekonferenz. So könnte das zumindest ankommen. Voilà! Ich habe zwei Fragen nochmal online. Eine von Frau Wolf von der Rheinischen Post. Dann habe ich eine Frage von Herrn Jessen. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Mayer von dpa. Und noch eine weitere Frage von Frau Rosbach. Herr Kleven vom Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt. Dann habe ich eine Frage von Herrn Jasch zur Außenpolitik. Dann habe ich noch eine Frage. Wie ist das Verhältnis zwischen tatsächlich durch Sequenzierung festgestellten Omikron-Fällen und denen, wo bisher aufgrund spezifischer PCR-Tests nur ein Verdacht besteht?
Bei den Omikron-Sequenzierungsfällen haben wir, glaube ich, insgesamt einen Anteil von 3,5%, ich habe die exakte Zahl jetzt nicht vorliegen, der Gesamtinfektionszahlen. Es gab meines Wissens eine Umstellung bei der Meldung der Sequenzierungsfälle zwischen Verdachtsfällen und Nachgewiesenen. Das kann man seit dem 28. Dezember in den jetzt täglich gemeldeten Omikron-Fällen auf der RKI-Seite auch nachlesen. Habe ich noch eine Nachfrage? Schon im letzten Jahr gab es die gleichen Probleme mit der Verzögerung der Meldungen bzw. der Daten über die Feiertage. Wenn die Lage so dramatisch ist, warum konnte man das Problem dann nicht innerhalb von 12 Monaten in den Griff bekommen? Wie ich schon versucht habe zu erklären, ist es natürlich so, dass wir mit den Infektionszahlen einen Indikator haben, der alleine natürlich nicht für 100%ige Aussagekraft sorgt. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Infektionszahlen durch die Gesundheitsämter, durch alle Gesundheitsämter gemeldet werden. Da hat man schon deutliche Verbesserungen hinbekommen und wie gesagt, wenn es da weiteren Verbesserungsbedarf gibt, dann wird man den sicherlich auch entdecken. Gibt es? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier noch eine Frage zu Corona. Wie lange dauert es festzustellen, dass Omikron vorliegt? Wenn von einer gefährlichen Wand geredet wird, das Feststellen aber wegen Feiertagen und so weiter dauert, besteht die Gefahr, dass hier ein Missverhältnis entsteht? Die Sequenzierung dauert insgesamt etwas länger als ein normaler PCR-Test. Also man kann davon ausgehen, sagen die Experten, dass das so zwischen 2 und 7 Tagen liegen kann. Also schon ein sehr ein Zeitraum, der, sagen wir mal, überschaubar ist, aber natürlich nicht so schnell wie ein normal PCR-Test. Von daher kann man das auch, glaube ich, nicht weiter spezifizieren. Neben Corona fragte ich, beziehungsweise der Vorsitzende, der meine Fragen anonym verliest, dann auch noch nach der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Die wurde jetzt verboten. Ich kenne viele Mitglieder von Memorial. Ich habe große Sympathien für diese Organisation, die sich mit der Aufarbeitung des stalinistischen, kommunistischen Unrechts befasst, die nun verboten wurde. Herr Büchner, den ich auch noch aus meiner Arbeit ganz gut kenne von früher, hat er ein langes Statement vorgelesen, wie schlimm dieses Verbot ist. Da bin ich völlig mit ihm d'accord. Ich fragte dann aber auch, nachdem das lange Statement vorgelesen wurde, was man machen wolle, und schauen sich da jetzt die Antwort an. Faszinierend. Soweit hierzu. Vielen Dank. Dann habe ich zum Memorial. Vielleicht fangen wir damit an. Gibt es Fragen im Saal? Sonst habe ich eine Frage online. Herr Büchner, planen Sie konkrete Reaktionen und Schritte, die über Verbales hinausgehen, und wenn ja, welche? Dazu kann ich im Moment weiter nichts sagen als das, was ich hier in der Stellungnahme gesagt habe. Gibt es weitere Fragen zu dieser Pressekonferenz? Letzte Woche, an der letzten, konnte ich auch wieder nicht direkt teilnehmen. Per Internet habe ich 2 Fragen gestellt und die Antworten waren derart ausweichend, dass ich mir das Material nicht aufgekauft habe für diese Sendung, weil ich sagte, das sparst du dir. Ich möchte Ihnen aber diese ausweichenden Antworten bzw. Nicht-Antworten nicht vorenthalten und deshalb blende ich sie Ihnen jetzt hier ein und gebe das einfach kurz wieder, was hier gesagt wurde. Die Vorsitzende, ich habe eine Frage von Boris Reitschuster zum Corona-Thema. Er fragt, warum die Modellierungen des Expertenrates nicht öffentlich gemacht werden. Scholz-Sprecher Hebestreit, der Expertenrat tagt vertraulich. Er hat danach eine gemeinsame Stellungnahme formuliert und die ist öffentlich. Punkt, aus, Amen. Kein Wort mehr von Herrn Hebestreit. Und hier die 2. Frage, wobei die etwas verzerrt wiedergegeben wird im Protokoll. Ich gebe sie so wieder, wie ich sie fragte. Für private Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum gelten jetzt die gleichen Personenbeschränkungen. Warum? Wo doch die Ansteckungsgefahr im Freien laut Experten gering ist. Daraufhin Herr Gülde, der Sprecher von Herrn Lauterbach. Es geht ja natürlich darum, das haben sowohl Lauterbach als auch Wieler deutlich gemacht, Kontakte maßgeblich zu reduzieren, um weitere Infektionen und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Genau das ist der Grund. Man muss an verschiedenen Settings ansetzen und private Zusammenkünfte sind eines dieser Settings. In meinen Augen eine völlige Verweigerung der Antwort, weil es geht ja konkret um den Unterschied im Freien
und in Innenräumen. Und Kritiker sagen ja, das im Freien habe man extra eingeführt, um Demonstrationen verhindern zu können. Und das Ministerium verweigert hier faktisch die Auskunft. Keine Auskunft unter dieser Regierung. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Dann habe ich noch eine Online-Frage von Herrn Reitschuster zum Thema Gas. Was bedeutet der Gaslieferstopp aus Russland für unsere Energieversorgung? Können Sie Engpässe ausschließen? Wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet und es gibt keine Versorgungsengpässe. Nach unserer Kenntnis ist es auch so, dass Russland seinen Lieferungen nachkommt. Aber wie gesagt, das Bestellen und auch das Abwickeln läuft nicht über uns. Dann bedanke ich mich bei den Sprecherinnen und Sprechern der Regierung. Ich danke allen, die in diesem Jahr an dieser Regierungspressekonferenz teilgenommen haben. Und ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr. Stopp. Fast hätte ich es noch vergessen. Schauen Sie sich unbedingt das Nachreich-Video an, das Mario Martin zusammengeschnitten hat, auf dem Unterstützerkanal reitschuster-leerzeichen.de. Eine Collage des Nachreichens. Sehen Sie sich da an, was die Nachreicheritis in der Bundespressekonferenz für Ausmaße erreicht hat. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Alles Gute und ein gutes neues Jahr. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und statt einem Backstage hier noch einmal ein paar Auszüge aus den Bundespressekonferenzen. Wenn Sie sich die gesamten ansehen wollen, können Sie das auf dem Unterstützerkanal, dem ich die Gesamtaufzeichnungen zur Verfügung stelle, reitschuster-leerzeichen.de. Alles Gute, einen guten Rutsch. Ciao. Jörg Ratsch von dpa, nochmal zu den Impfzahlen. Könnten Sie das nochmal ein bisschen sortieren? Also die 30 Millionen, die bis Ende Januar jetzt noch kommen sollen, ab von welchem Zeitpunkt an werden die gezählt? Sind das nur Erst-, Zweit- oder Booster? Und das 80-Millionen-Ziel auch nochmal ganz genau, bis wann und wer fällt da alles drunter? Bei den 60 Millionen Impfungen, das war sozusagen Schritt 2. 30 Millionen sollten bis zum Jahresende ab 18. November erreicht werden. Erst-, Zweit-, Booster-Impfung und entsprechend auch jetzt bis zum Ende des Januar weitere 30 Millionen, sodass man bis Ende Januar 2022 60 Millionen Impfungen ab 18.11.21 verabreicht haben möchte. Und dementsprechend wird sich dann auch die Impfquote hoffentlich erhöhen, sodass wir, wenn alles wirklich gut läuft, bei den angestrebten 80% landen. Dann habe ich noch mal eine Frage von Frau Rosana Pugliese von ANSA zu der Frage Novavax. Wird Novavax auch für Kinder in den nächsten Monaten nutzbar werden können? Bislang ist der Impfstoff für Erwachsene zugelassen. Ob es künftig auch eine Zulassung für Kinder unter 18 geben wird, das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Das bleibt abzuwarten oder gegebenenfalls bei Novavax entsprechend mal nachzufragen. Es gab ja am Wochenende oder jetzt über Weihnachten die Äußerung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und es gibt noch einen weiteren, Katastrophenhilfe, so, dass es eben kein Zusammenbruch zu erwarten ist der kritischen Infrastruktur, aber wohl Einschränkungen. Mit welchen Einschränkungen konkret rechnen Sie denn? Ja, also ich kann den Ausführungen des BBKs jetzt erst an dieser Stelle nichts hinzufügen. Gut, aber es ist ja eine untergeordnete Behörde. Ich meine, es gab eine öffentliche Äußerung eines Sprechers. Da muss es doch konkrete Vorstellungen geben, welche Einschränkungen da zu erwarten sind. Naja, die hypothetische Einschränkungseinschätzung kann ich von dieser Stelle aus nicht vornehmen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte, versuchen Sie nochmal. Herr Reul, der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, der hat geraten dazu, offensichtlich Notvorräte und so weiter anzulegen. Würden Sie sich diesem Ratschlag anschließen? Na, wie Sie wissen, kommentieren wir ja hier an dieser Stelle grundsätzlich keine Äußerungen aus dem politischen Raum, sodass ich da nur auf die Veröffentlichung des BBK hinweisen kann. Jetzt ist Herr Lange dran. Ich
Weitere Fragen zu Corona im Saal? Herr Lange. Da sind Sie. Ja, nochmal eine Nachfrage, Herr Defner. 80%, das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, zuletzt nicht mehr so zwingend die Benchmark. Also hieß, es müssten vielleicht auch mehr sein. Also wenn Sie jetzt sagen 80%, dann das wäre tatsächlich das Ziel. Und das bedeutet dann was? Sind wir dann soweit durch mit Corona? Ist wahrscheinlich ein bisschen sehr lax. Aber können Sie das nochmal erläutern, bitte? Danke. Ja, Herr Minister Lauterbach hat mehrfach gesagt, dass wahrscheinlich bei Omikron auch 80% nicht reichen werden. Und wir hören aber auch Ende Januar nicht auf zu impfen. Also das Ziel muss sein, rechtzeitig und schnell zu impfen, dass wir die sich aufbauende Omikron-Welle möglichst weit fernhalten und anschließend ja, ausreichend Immunisierung in der Bevölkerung aufbauen, dass eine Überlastung sowohl im Gesundheitsbereich, in den Krankenhäusern etc. als auch bei der kritischen Infrastruktur vermieden wird. Dann machen wir in der Mitte weiter zu dem Thema. Philipp Eckstein, ARD. Herr Defner, eine Nachfrage dazu. Im vergangenen Jahr dauerte es, wenn ich mich richtig erinnere, oder jetzt im laufenden Jahr bis Mitte Januar, bis die Zahlen wieder aussagekräftig waren. Sie sagten jetzt gerade Anfang des Jahres. Können Sie das spezifizieren? Also bedeutet das tatsächlich, nächste Woche gibt es wieder aussagekräftige Zahlen? Die Zahlen werden sich zu Beginn des Jahres wieder normalisieren. Es wird zu Nachmeldungen kommen. Einzelne Gesundheitsämter, so wie ich es vernommen habe, werden einige Tage brauchen, um das nachzumelden. Wann das genau wieder auf dem aktuellsten Stand sein wird, kann ich im Moment nicht sagen. Eine Nachfrage. Rechnen Sie bei sich hausintern, gibt es irgendeine Art Faustformel, um abzulesen, wie stark verzerrt die Daten aktuell sind? Also wie ist das Infektionsgeschehen Ihrer Aufsicht aktuell? Weil die aktuellen Daten geben das ja nicht wieder. Das hat ja der Gesundheitsminister selbst auch gesagt. Ja, aber wie auch schon seit vielen Monaten der Pandemie, die Infektionszahlen sind ein wichtiger Indikator, aber natürlich nicht der einzige. Und wir haben beispielsweise auch die Zahlen aus den Krankenhäusern, aus den Intensivstationen, wo es sich zum Glück in den letzten Tagen und Wochen etwas entspannt hat, gleichwohl, und das war ja allen auch bewusst, steuern wir da mit der neuen Omikron-Variante auf eine schwierige Situation zu. Und letztlich ist es dann nicht so ganz entscheidend, ob man den tagesaktuell richtige, 100% richtige Infektionszahl hat. Wichtiger ist vielmehr, dass wir alle notwendigen Schutzmaßnahmen ordentlich einhalten und bei der Impfkampagne möglichst schnell vorankommen. Herr Küstner dazu? Ja, noch eine Nachfrage dazu. Ist denn das Problem eher darin begründet, dass Kinder nicht in der Schule sind, da nicht getestet werden, Leute in Urlaube fahren, oder ist das Problem eher die personell dünnere Ausstattung der Gesundheitsämter über die Feiertage? Da kommen sicherlich viele Faktoren zusammen. Klar ist natürlich, dass wenn die Schulen geschlossen sind, weil Ferien sind, weniger getestet werden, da werden einige Infektionen möglicherweise weniger auffallen. Gleichwohl werden aber auch von den Gesundheitsämtern teilweise weniger tagesaktuelle Zahlen geliefert. Das ist normal. Das entspricht ja auch dem, was wir an normalen Wochenenden sehen. So gesehen haben wir jetzt über Weihnachten und Silvester ein etwas verlängertes Wochenende. Nochmal. Ist denn die Lage, was die Daten angeht, dennoch besser als genau vor einem Jahr, oder haben wir eine Situation, die vergleichbar ist mit vor einem Jahr? Ich denke, wir werden in diesem Jahr eine deutlich bessere Datenlage insgesamt haben. Also wenn wir beispielsweise auch sehen, dass wir Zahlen aus dem Intensivregister sehr, sehr konkret haben, etc. Die Gesundheitsämter haben ihre personellen Kapazitäten deutlich aufgestockt. Also das ist schon vom Grundprinzip her sehr viel aussagekräftiger. Und wie erklären Sie dann die Aussage des Gesundheitsministers, dass er sich eben Sorgen macht, dass die Datenlage aktuell so schlecht sei? Ich habe das anders verstanden. Er macht sich nicht Sorgen, dass die Datenlage schlecht sei, sondern es ist klar, dass die Datenlage über die Feiertage nicht tagesaktuell und hundertprozentig richtig sein konnte. Das war auch absehbar, und es ist aber auch so, dass er sich natürlich nicht damit zufrieden gibt, wenn es Verbesserungsbedarf gibt. Und
Dahingehend habe ich seine Aussage verstanden. An das BMG noch einmal konkret nachgefragt. Wird die MPK am 7. Januar in jedem Fall eine valide Datenlage verfügbar sein? Davon gehe ich aus. Dann habe ich jetzt erstmal keine Frage mehr zu Corona. Dann würde ich mal mit einem verwandten Thema weitermachen. Frau Rosbach von der Süddeutschen Zeitung fragt zum Thema Corona-Demos. Die Gewerkschaft der Polizei hat vorgeschlagen, pandemiebedingte Demonstrationsbeschränkungen aufzuheben, damit die Polizei nicht so viel damit zu tun hat, in jedem Dorf Demos zu unterbinden. Das ist, glaube ich, das BMI. Ja, zunächst einmal können ja die Beschränkungen, die wir zum Schutz der Bevölkerung erlassen haben, nicht davon abhängig sein, wie viele Demonstrationen stattfinden. Richtig ist, dass sich das Demonstrationsgeschehen verändert. Während wir vor einigen Monaten die Situation hatten, dass wir eher größere Demonstrationen mit vielen Teilnehmern in eher den größeren Städten gesehen haben, ist es jetzt so, dass viele Veranstaltungen auch kleiner sind, weniger Teilnehmer vertreten sind und auch disloziert sind. Das heißt, das ist für die Polizei und für die Versammlungsbehörden etwas schwieriger. Aber der Anspruch besteht, dass man auch dieser Einsatzlage entsprechend gerecht wird. Herr Feld dazu. Ja, Herr Alter, es gab heute Morgen im Deutschlandfunk ein Interview mit dem Konfliktforscher Ulrich Wagner. Der hat die Sorge ausgedrückt, es könnte sich eine kleine gewalttätige Gruppe aus der Protestszene dauerhaft ausprägen und auch gewalttätig agieren. Inwieweit teilt die Bundesregierung diese Sorge und welche Erkenntnisse haben Sie dazu? Ja, die Bundesinnenministerin hat ja vor einigen Tagen schon öffentlich auch gesagt, dass wir durchaus feststellen, dass die Proteste in Teilen radikaler werden, auch gewalttätiger werden. Das betrifft nicht alle Teilnehmer. Es sind also nach wie vor eine sehr heterogene Zusammensetzung, auch mit vielen Demonstrationsteilnehmern, die eher aus dem bürgerlichen Spektrum kommen, die ihr verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Demonstrationen ausüben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es gibt eben auch innerhalb dieses Protestgeschehens Gruppen, die ganz andere Zwecke verfolgen, die gewalttätig sind, die Gewalt ausüben, die radikaler werden. Auch da sehen wir, dass die Gewaltbereitschaft steigt. Wir sehen das ja auch in den Medienberichten, dass Journalisten, Polizisten, Andersdenkende angegriffen werden, zuletzt mit pyrotechnischen Gegenständen in Bautzen. Und das haben die Sicherheitsbehörden sehr genau im Blick. Eine Nachfrage. Können Sie das in irgendeiner Form quantifizieren? Kann man das irgendwie in Relation setzen zur Gesamtgruppe? Das ist ein kleinerer Teil. Allerdings ist es schwierig, das jetzt mit konkreten Zahlen zu belegen. Das ist nicht möglich, insbesondere weil wir ja auch, wie eben schon dargestellt haben, ein sehr dissoziiertes Protestgeschehen im Moment haben, auch in kleineren Orten. Plötzlich entstehende Veranstaltungen, die auch nicht vorher angemeldet sind. Das heißt, die Polizei ist einer sehr dynamischen Entwicklung teilweise ausgesetzt. Und das jetzt in Zahlen zu fassen, ist im Moment nicht möglich. Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht.